Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder zurück zu Okami HD. Ich weiß inzwischen wieder, was das hier ist. Das sind nämlich Millet-Klöße und die müssen wir dem kleinen Jungen geben, der ja meinte, seine Oma macht die immer für ihn. Jetzt hoffe ich, dass der Typ sich auch nachts hier draußen rumtreibt. Verdammt, es ist eh Tag, hat sich alles erledigt. Denn ich habe keine Lust, die Fackeln alle wieder anzumachen, aber hilft ja nix. Das war, wo ist er denn? Irgendwo hier lief der rum. Wir sind momentan übrigens dabei, diesen Dieb zu fassen und man muss jedes Mal ihm einen Teil einzeln abluchsen und danach wird es dann schwieriger. Er war das. Millet-Klöße. Hey, meine Millet-Klöße, wo hast du sie gefunden? Danke, dass du sie mir wiedergebracht hast, anstatt sie zu fressen. Ja, man kann auch manchmal lieb sein, ne? So. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Affe, der Junge. So im Gesicht jetzt, ne? Ich habe gespielt, dass ich ein Held bin, der gegen Monster auf der Uni-Insel kämpft. Warum willst du nicht mitspielen? Mir ist egal, dass du nur ein Hund bist. Ich bin ein Wolf übrigens und so schon nicht, ne? Also, wenn man... Also, nee. So, das wäre der. Dann ging's weiter. Zweimal müssen wir noch. Dann haben wir das. Jetzt mache ich erstmal wieder Nacht. Das Blöde ist halt, wenn jetzt wieder Nacht wird, müssen wir wieder die ganzen Fackeln anzünden. Aber ihr seht ja, wir müssen die Fackeln anzünden, weil wir Feuer brauchen. Moment, die scheinen noch an zu sein. Die bleiben an. Wenn wir die einmal nachts angezündet haben, bleiben die an. Zumindest jetzt. Vorher war das nicht so, aber das ist gut. Dann mache ich überall Fackeln an. Das machen wir als erstes. Für die letzten zwei Runden, weil ich habe da keine Lust, dann jedes Mal ewiglich rumzuflippen, bis er wieder in einen Bereich kommt, wo ich die Fackeln angezündet habe. Das nervt nur rum. Dann lieber einmal sich die Mühe machen und Fackeln anzünden. Dann sieht das auch in Zukunft hier hübscher aus, wenn wir mal nachts vorbeischauen. Muss man ja auch so sehen. So, ist hier noch eine Fackel? Da ist noch eine. Ah, Moment, da ist eine dicke Kugel. Das heißt, hier können wir mit der Kugel die Fackel anzünden. Zumindest die hier. Gibt es hier noch mehr Fackeln? Hier nicht. Sieht sehr fackellos aus. So, aber ich weiß, dass hier noch mehr waren. Und zwar, wenn man in diesen Seitengang hier hinten läuft, sind doch auch noch welche. Hier ist noch eine. Die zünden wir auch mal an. So. Dann ist hier noch eine. Die zünden wir auch noch an. Da können wir auch die dicke hier hinten nehmen. Was soll's. So, weiter geht's. Hier ist der Blitzmensch. Hallo, bei dir noch alles im Lot? Das hört man auch gern. So, dann können wir hier die noch anzünden. Ich glaube, viel mehr waren das nicht. Das war es soweit, glaube ich, auch schon. Da sind wir ganz gut ausgerüstet jetzt. Gucken wir noch in die andere Richtung von Cyan, ob da noch welche sind. Da ist noch eine. Gehen wir da irgendwie Feuer anvisiert. Ja, war das die dicke Kugel? Machen wir einfach so. Passt das auch? Sind wir feuertechnisch auf jeden Fall schon mal wesentlich besser ausgerüstet als gerade eben. Da musste man ja doch noch schon ziemlich lange rumflippen, bis man endlich wieder an eine Feuerquelle gekommen ist. Weil ich wette, wenn ich da Inferno mache, dann treffe ich auch die anderen und dann ist gleich wieder verloren. Bringt uns also nicht wirklich weiter. Dann lieber einmal gerade hier die Fackeln anzünden. Ist hier noch irgendwo welche? Nö, hier scheint er einfach nicht lang zu laufen. Doch, da ist noch eine. Kriegen wir auch noch angezündet. So, du auch noch. Aber wenn hier eine Fackel ist, dann sind doch hier bestimmt noch mehr. Kann ich mir ja schon fast gar nicht vorstellen, dass hier keine Fackel ist. Aber hier ist nichts. Ne, weil hier ist die dicke. Das muss reichen. Okay, dann mache ich wieder Nacht. Also noch nachtiger, als es eh schon Nacht ist. Und dann legen wir los. Mal sehen, in welcher Steingeschichte er sich diesmal wieder verbirgt. Hier, okay. Ja, aber nicht. Der labert immer das Gleiche. Das drücken wir jetzt weg. 1, 2, 3, hol sie dir. Bla, bla, bla. Okay, vier Stück sind es inzwischen. Als erstes einmal schneiden. Dann Wasser. Dann Feuer. Und dann wieder Wasser. Okay. Einmal schneiden. Dann nur, warte. Dann direkt Wasser. So, wo sind sie denn jetzt hin? Sind die hier durch? Die scheinen hier durch diese Ecke gegangen zu sein. Verdammt. Wo ist er jetzt? Da! So, warte, dann Feuer.
Und dann wieder Wasser. Das kriegen wir hin. Warte. Warte, 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 warte. Da ist Wasser. Na komm. Frisst das Wasser. Ja. Was ist passiert? Wieso hat das nicht geklappt? Das war doch alles richtig. Laber, laber, laber. Dann nochmal. Ich mach wieder Nachtiger als Nacht. Das war doch gut. Hauen. Wasser. Feuer. Wasser. Irgendwas ist nicht richtig. Nochmal. Bin zu doof für diesen Quest. So. Hayaso. Bla, bla, bla. Sag mir an, wie ich dich besiegen muss. Also. Feuer. Schneiden. Wasser. Schneiden. Okay. Fangen wir mit Feuer an. Feuer. Schneiden. Oh, what the fuck. Die sind da echt durchgeflippt. Durch diesen Gang hier. So, Moment. Als nächstes wieder Wasser. Wo jetzt? Da. Könnt mir nicht entkommen. So, warte. Dann Wasser. Und dann wieder schneiden. Und butz, da habe ich dich. Beim nächsten Mal wird es nicht so einfach sein. Ja, das werden wir sehen. So, das war diese Haarklammer, wenn ihr euch noch erinnert. Die will der Junge für seine Freundin oder sowas haben. Und der hält sich nachts im Restaurant auf. Das heißt, wir gehen schnell ins Restaurant, bringen ihm diese Haarklammer. Und dann sind wir auch schon beim letzten Mal. Also beim letzten. Da kommt schon die Maske. Und dann finden wir endlich was über Wacker heraus. Wir dürfen also gespannt sein. Das war er hier, der sich besäuft, weil er das Ding verloren hat. Größer ein Thema Haarnadel. Ja, Moment, lass mich mal gerade hier mal noch gucken, ob mein Timerchen läuft. Jo. Hey, das ist meine größer ein Thema Haarnadel. Ich habe ein Vermögen für das Ding ausgegeben. Irgendjemand hat sie mir gestohlen. Ich hätte nicht damit gerechnet, sie je wiederzusehen. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, sie wiederzubekommen, du Kläffer. Aber ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass du es geschafft hast. Danke dir. Ja, man tut, was man kann, ne? Nun, ich schätze, das bedeutet, es ist an der Zeit, Kiku zu sagen, dass ich ihr, ich liebe sie. Ja, dann mal da noch viel Erfolg mit, ne? Wir kümmern uns dann jetzt um das letzte Mal. Ich glaube, jetzt sind das 5 Stück. Weiß gar nicht, ob mein Gehirn sich das alles merken kann. Wir wissen ja, Kurzzeitgedächtnis schafft maximal 7 Informationen aufzufassen. Das heißt, 5 sind noch im Rahmen. Müsste klappen. Aber ich bin ja schon ein bisschen älter, ne? Also, mit so 25 ist man nicht mehr so fit. So, du Stein. Mal gucken, ob er sich da wieder drin befindet. Nöp. Was sammle ich denn da ein? Das sieht aus wie Trauben, aber warum sind die in Steinen drin? Da ist er. So, Freund der Südsee. Noch nie ist jemand so weit gegangen. Gegen mich gekommen. Ich kann es in deinen Augen sehen. Du willst diesen schockierenden Angriff von dir ausprobieren. Du lässt mir keine Wahl. Du wirst mich niemals bei meinem 5-fach Abgang erwischen. Erst 1, dann 2, hol, bla 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 bla. Ich teile auf und verschwinde in einer Staubwolke. So, 5 Stück. Feuer. Blitz. Wasser. Schneiden. Okay. Wir fangen an mit Feuer. Machen dann Blitz. Jetzt muss ich gucken, dass ich nur ihn treffe. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Geilsten ist natürlich, weil er läuft, glaube ich, an den Blitzdings-Typen vorbei. Hä? Wo soll ich denn jetzt hin? Ich habe sie verloren. Kamera hat zu doll rumgefreakt. Die laufen, glaube ich, an dem Blitzmann vorbei, genau. Und dann kann ich den damit blitzdingsen. Noch besser ist natürlich, ich mache einfach meine Blitztechnik. Ich weiß nur nicht, wie präzise die ist. Wir versuchen es einfach mal. Okay, das hat wieder mal nicht funktioniert. Ha, da. Okay. Wo sind denn die Gelben? Da ist Gelb. Alles klar, warte. Oh je, das wird lustig. Ich hoffe, ich treffe auch nur ihn.
So, was war dann? Schneiden, glaube ich. Nee, dann kam Wasser. Das untere Wasser. Ey, das Blitzding ist immer noch da. Hat irgendwie nicht gefressen. Wo sind die denn jetzt? Ah, er hat geklappt. Nee, er ist immer noch ein gelber. Das gibt's doch nicht. Ihr macht mich fertig, Leute. Das sind die Blitzdingsen. Wir können ihn nur an dieser einen Stelle blitzdingsen. Das ist ja mega ätzend. Und ich weiß schon nicht mehr, wie es danach weiterging. Ich glaube, dann kam Wasser, dann schneiden und dann wieder Wasser. Ich weiß es aber nicht mehr. Das stellt natürlich jetzt ein Problem dar. Feuer, Blitz, Wasser, schneiden, Wasser. Okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich sehe mich zwar schon das verkacken, aber... Ah, man lernt ja nur aus Fehlern. Jetzt wird Tag oder was? Na geil. Du hast so lange gebraucht. Tagsüber kann man mich nicht fangen. Ja, alles klar, weiß Bescheid. Das ist so eine Scheiße. Und wieder Nacht. Wir schaffen das doch heute noch, oder? Ich habe jetzt gedacht, das ist so ein Quest, aber das zieht sich ja jetzt ewiglich hin hier. Aber jetzt beim letzten wollen wir jetzt auch nicht einknicken. Das ziehen wir jetzt noch durch. Das ist der letzte, dann haben wir es ja. Der muss ein bisschen eklig sein. So, du Sau. Aber nicht so viel. Ja, wissen wir doch schon alles. Du bist super, wir auch. Wir kriegen das hin. So, nochmal nachgucken. Also, eins ist schneiden. Dann Wasser, unten. Dann Feuer. Schneiden, Wasser, Feuer, Blitz. Letztes in der Mitte. Okay, warte. Schneiden. So, dann Wasser. Ich sehe hier noch nichts. Warte, ich muss erst sehen. So, da ist der Wassertyp. Dann kommt der obere Feuermensch. Den hätte ich natürlich jetzt gern, bevor wir an dem Blitzmann vorbeilaufen. So. Und jetzt brauchen wir den Blitztypen. Da ist er auch schon. Einmal Feuer. Oh, das werden wir ja wohl noch schaffen. Warte! Ist keine Chance zu entkommen. Oh, das lief doch. Nun, ich will verdammt sein. Daran zu denken, dass du meinen Abgang verhindern konntest. Ich habe kein weiteres Ass im Ärmel. Aber ich bin froh, dass wir gegeneinander angetreten sind. Deine blitzschnellen Fähigkeiten waren wirklich beeindruckend. Ja, man tut, was man kann, ne? Ich werde nie wieder Leute beklauen. Von jetzt an will ich ein flinkfüßiger Detektiv sein. So wie du. Nie wieder wird Hayaso, Herr der Diebe, stehlen. Nun, außer diese Fähigkeiten, die du hast. Ja, wenn du das sagst. So, hier sind jetzt die Maske und die Tao-Maske können wir jetzt dann nach oben bringen. Mal erstmal wieder Tag. Bin jetzt dann genug in der Nacht rumgeirrt. Und erfahren dann jetzt noch ein bisschen was über den Commander Wacker. Schauen wir mal. Das war aber anstrengend, du. Meine Güte. So, aber das sind die alle glücklich. Das Diebesproblem ist auch gelöst. Da haben wir uns ein bisschen Informationsflut jetzt auch verdient. Du. War nichts wie hoch hier. Hat sie irgendwie die Maske auf? Sieht so aus. Muss ich mir gleich mal angucken. Irgendwie hat sich wohl gedacht, ich ziehe das Ding mal auf, sieht vielleicht ganz schnuckelig aus. Tatsache. Das sieht ja witzig aus. Oh, Amy. So, nix wie rein. Huch. Das Ding, das du da trägst, ist das meine Tau-Maske?
die mir gestohlen wurde? So sieht das aus. Du bringst sie mir zurück. Oh, danke dir. Das meine ich wirklich ernst. Ja, das will ich immer hoffen. Sie steht hier auch besser als mir, muss ich zugeben. Hä? Also besser ohne dieses alberne Ding aus. Ja, das stimmt wohl. So, dann wollen wir mal hören. Nun, wie sehe ich aus? Nicht schlecht, schätze ich. Solange du glücklich bist. Wirklich? Auf jeden Fall möchte ich dir das hier zum Dank geben. Erhalten. Verstreute Perle. Das ist geil, die kann man gebrauchen. Wenn du diese Perle in deiner Hand hältst und es dir mit deinem ganzen Herzen wünscht, dann werde ich Abe an deiner Seite eilen. Jederzeit und überall. Ja, genau. War nur ein Scherz. Und jetzt zu deiner echten Belohnung. Du weißt das Geheimnis überhaupt, Mann Wacker, das ich dir erzählen wollte. Ich bin schon immer von Hauptmann Wacker fasziniert gewesen. Deswegen habe ich viel über ihn recherchiert. Und du wirst nicht glauben, was ich herausgefunden habe. Finden wir es heraus. Okay, die Tau-Soldaten gibt es schon seit über 200 Jahren. Aber es gibt keine Erwähnung über einen Hauptmann. Vor Hauptmann Wacker. Ganz schön seltsam, was? Durchaus. Ich kapier's nicht. Mit anderen Worten, wenn du die dir 200-jährige Geschichte der Tau-Soldaten ansiehst, dann ist der einzige Name eines Hauptmanns, der auftaucht, der von Hauptmann Wacker. Das würde Hauptmann Wacker über 200 Jahre alt machen. Ah, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. 200 Jahre ist nichts für jemanden wie mich, aber für einen Menschen? Jetzt wird's aber ganz komisch. Und dann gibt es da noch dieses magische Projektionsgerät. Nur er weiß, wie man es benutzt. Er ist ein wirklich eine mysteriöse Persönlichkeit. Das war jetzt alles? Ja, das war jetzt alles. Das ist ja geil. Da habe ich was gelernt, du. Okay. Also Hauptmann Wacker ist irgendwie wohl schon 200 Jahre alt. So, jetzt gehen wir noch Schätze verkaufen. Und dann machen wir uns eigentlich schon auf in den Norden. Wobei, wenn wir heute wohl in dem Part nicht mehr schaffen, aber wir werden es noch schaffen, bis zum Shinju-Feld zu kommen. Viel mehr ist dann heute nicht mehr drin. Das bedeutet, im nächsten Part geht es dann wieder storymäßig weiter. Wir haben jetzt soweit erstmal alles gemacht, alle Techniken gefunden. Sind also auf Stand. In letzter Zeit ist es nett und friedlich hier in Ryoshima. Die Obermotze scheinen ja ein ganz schönes Aufregen darum zu machen. Aber wir Bürgerlichen sind schon froh, wenn wir nur gesund sind. Heute ist ein normaler Arbeitstag, wie jeder andere Tag auch. Guten Tag, ich will dir mal ein bisschen Schätze verkaufen. Ich war da wieder echt fleißig. Düdüt. 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 Oh, noch ein bisschen was raus hier. Ne? So, haben wir noch Fische. Den Kugelfisch können wir noch loswerden. Oh, mehr als einen. Das war's auch schon. Oh, warte, ich wollte noch kaufen. Zeig mal, was du so hast. Nicht mehr so viel, ne? Heiliger Knochen L. Haben wir 11 Stück von. Lass mal noch 9 davon kaufen, dann sind wir bei 20. Das ist, glaube ich, ein gutes Ding. Und Tintenstein füllt zeitweise unbegrenzte Tinte. Ist natürlich nicht schlecht, ne? Was haben wir denn davon? 7. Brauchen wir noch 3, so. Okidoki, und dann können wir uns jetzt aufmachen, zurück zum Shinju-Feld. Dazu brauchen wir mal gerade so einen Teleporter. Und dann geht das los. Laufe ich mal gerade zum nächsten Teleporter-Spiegel. Und dann geht das los. Freut ihr euch schon ein bisschen auf das Schneegebiet? Ich freue mich da jetzt drauf. Leider ist meine Aufnahmesession für dieses Wochenende rum. Das bedeutet, ich muss jetzt eine ganze Woche wieder warten. Voll ätzend. Aber naja, Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Jetzt können wir auch mal unser Wasserding hier probieren. Warte mal, wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Oh, gibt's ja nicht, ne? Seht euch das an, wie wir auf Wasser laufen können. Ist das mal awesome. Jetzt hoffe ich nur, dass ich auf der anderen Seite wieder irgendwie hochkomme. Selbstverständlich ja. Wunderbar. Ich muss eigentlich noch diese ganzen Muscheln öffnen, aber das machen wir alles beim nächsten Mal. Jetzt geht's erstmal in Norden. Scheiß auf die Muscheln.
So, da der Part aber rum ist, werden wir erst nächstes Mal uns teleportieren. Ich mache jetzt einfach vom Speicherpunkt, machen wir einen Break und dann geht's nächstes Mal direkt los. So. Bell hier nicht rum. Ich bedanke mich dann bei euch wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja oder nein, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback dürft ihr natürlich wie immer gern unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part, wo es dann endlich in den kalten Norden geht. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs und natürlich auch die Flausche-Amy.